Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Christian Hafenecker von der FPÖ gemeldet. Ich habe Sie vorher bereits gebeten, Ihre Ohren zum Zuhören zu verwenden. Und wenn Sie das gemacht hätten, hätten Sie gehört, dass der Kollege Höbert gesagt hat, ich zitiere aus der Kronenzeitung, das hat er zweimal erwähnt, und ich bitte, das im stenografischen Protokoll nachzulesen. Herr Abgeordneter, das war jetzt natürlich keine tatsächliche Berichtigung. Darauf habe ich hinzuweisen.